Du solltest ein Zeugnis geben über das, was Gott in deinem Leben getan hat. Das wird oft gesagt, wenn wir in einem Gottesdienst sind oder wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, damit wir es lernen, über die großen Taten Gottes zu sprechen. Ein Zeugnis ist im Natürlichen etwas, was wir alle kennen. Und oft war es so in unserer Schulzeit, dass wir mit dem Zeugnis gemischte Gefühle hatten. Ein Zeugnis war ein Nachweis. Manchmal wussten wir das Ergebnis, aber manchmal war es auch eine Überraschung für uns. Ein Zeugnis ist ein Dokument. Es ist eine Zeugenaussage. Es ist ein Befähigungsausweis und es ist die Versicherung oder ein Eid oder ein Schwur. In der Bibel finden wir Begriff Zeugnis in Psalm 119. Ich aber merke auf deine Zeugnisse. Oder darum liebe ich deine Zeugnisse. In der Apostelgeschichte lesen wir, mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis. Oder in 1. Johannes 5 heißt es, das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Ein Zeugnis über die großen Taten Gottes, ein Zeugnis über das, was Gott in unserem Leben getan hat, setzt große Kraft frei. Wenn du schon mal ein Zeugnis gehört hast von jemand, der über das, was Gott in seinem Leben getan hat, wenn du das schon mal gehört hast, dann hast du gemerkt, wie Glaube in dir aufsteht, dass du sagst, wenn Gott das für den gemacht hat, dann kann ich das auch erleben. Zeugnisse haben die Kraft, etwas an Glauben in uns freizusetzen. Und zum anderen geben diese Zeugnisse, wenn wir sie aussprechen, etwas in unsere Zukunft hinein. Die Zeugnisse, die wir sagen, proklamieren, das kann in meiner Zukunft nochmal so passieren. Oder das, was ich erlebt habe mit Gott, wo er mich beschützt hat, wo er mich bewahrt hat, wo er mir übernatürlich Dinge hat zukommen lassen, das kann etwas auch in meiner Zukunft sein, was nochmal passiert, was nochmal in viel stärkerem Maß passiert. Das Zeugnis, was ich jetzt habe über meine Vergangenheit, das ist etwas, was ich benenne heute und was Auswirkungen haben wird in meine Zukunft hinein. Das, was ich erlebt habe mit meinen Kindern, wo Gott mir übernatürlich Türen geöffnet hat, das kann, wenn ich ihnen das weitergebe, Türen in ihre Zukunft öffnen. In ihnen steht Glaube auf. In ihnen steht die Gewissheit auf, Gott ist an meiner Seite. Gott wird das, was er getan hat in der Vergangenheit, das kann er wieder tun in der Gegenwart und in der Zukunft. Ich persönlich liebe es, wenn Menschen Zeugnisse erzählen. Wenn Menschen über die großen Taten oder auch die kleinen Ereignisse in ihrem Alltag erzählen, das setzt in mir Glauben frei. Und ich will dich ermutigen, dass du darüber nachdenkst, wo habe ich ein Zeugnis, wo habe ich erfahren, dass Gottes Kraft, Gottes Güte, Gottes übernatürliches Eingreifen zu meinem Besten gewirkt hat, dass du das weitergibst. Das wird den Glauben anderer stärken. Gott wird die Dinge auch, die schwierig waren, die du als negativ erlebt hast, er wird sie zu deinem Besten verändern. Das ist ein Zeugnis. Die Dinge sind nicht immer so negativ, wie wir sie vielleicht betrachten, sondern Gott wird immer die Dinge zu unserem Besten wirken lassen. Das steht in Römer 8. Du musst es im Glauben erfassen, dass Gott auch möchte, dass ein Zeugnis aufgerichtet wird. Weil das Zeugnis über die Taten Gottes setzt Glauben frei. Gott hat mehr für dich.